Steh auf, Tim. Herzlich willkommen im Buchstabenland. Ja, so fängt es also an, diese Reise. Und wie ihr sehen könnt, hat er ihn also überreden können, den Tim mit ihm ins Buchstabenland zu gehen. Und wieder dreht er sich wie eine Balletttänzerin im Kreis, hielt dieses Mal aber seinen Zylinder fest, sonst wäre dieser bestimmt davon geflogen. Tim sah sich um. Er konnte kaum glauben, was er erblickte. Da lag er doch tatsächlich in einem Papierbett, sogar die Bettdecke raschelte, als er sie zurückwarf. So, und jetzt geht Tim mit diesem Buchstabenmeister durch dieses Buchstabenland. Und dabei wird er nicht nur jeden einzelnen Buchstaben kennenlernen, sondern er wird auch sozusagen geschult, wie man die Buchstaben anders lernen kann, als wie wir sie in der Schule vermittelt bekommen haben. Also ganz interessant. Auch die Satzzeichen, also Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, werden auch zu Wortkummer buchstäblich, weil sie haben einen Charakter, sie sind also lebendig geworden. Dort in diesem Buchstabenland gibt es aber ein neues Problem. Nicht, dass die Kinder nicht lesen und schreiben können und Fehler machen. Nein, ein größeres, ein wahres Problem. Nämlich ein kleines Feuerteufelchen ist aus seinem Exil ausgebrochen oder man hat ihm geholfen. Und jetzt treibt es dort in diesem Buchstabenland, in dem alles aus Papier ist, sein Unwesen. Feuer, Papier, klingelt's da? Oh mein Gott! Es könnte ja zuletzt wirklich tatsächlich noch alles auffressen, buchstäblich, und dass gar kein Buchstabenland mehr da ist. Also schauen wir mal, was passiert. Bis zum nächsten Video.